Das war jetzt ganz und gar nicht schön. Zumal mir das wohl schon vor ein paar Folgen gesagt wurde. Pause. Also, dass die Selbstschussanlagen auf Gefangene... Wow, hier ist ja richtiger Auflauf. Dass die Selbstschussanlagen auf Gefangene schießen. Das heißt, wir müssen die Selbstschussanlagen so positionieren, dass da kein Gefangener vorbeikommt. Das heißt, einfach nur hierhin. Und dahin. Das heißt, wir können jetzt immer noch die Forschungseinrichtung als Folterinstrumente benutzen. Wenn der gute Albert das jetzt überhaupt überlebt, der wird jetzt ja schon ganz schön angeschlagen sein, um nicht zu sagen angeschossen. Und die sterben ja doch recht schnell weg in den Zellen. Nächste Sache. Der Dieb mit der Ming-Vase. Die Ming-Vase ist doch noch da. Ah ne, das ist ein Sarkophag. Wir haben inzwischen zu viel Zeug. Also ja, der Ming-Vase weine ich nicht wirklich nach. Ist mir jetzt eine Lehre, dass ich die Sachen doch nicht so weit in den Eingangsbereich stelle. Aber ist der nicht vielleicht noch irgendwo hier? Inge meinte, er wäre schon geflohen. Ich suche einen Dieb mit einem prall gefüllten Rucksack. Rote Punkte noch auf der Karte. Die hier haben alle keinen Tag. Der da hat einen Tag. Das sind alles Soldaten. So, die auch noch. Was bist du? Du bist auch irgendwas. Schlechter Einbrecher. Nö, der scheint wirklich weg zu sein. Schade, schade. Jetzt ist nur die Frage, ob ich die wieder zurückstehlen kann. Gucken wir mal. Zack. Ganz viele Bedienstete. Was macht ihr hier eigentlich alle? Habt ihr euren Auftrag schon erledigt? Ja, habt ihr. Ah ne, den da. Los. Sehr gut. Wo war denn die Ming-Vase? Da ist das Bikini-Girl. Da ist die Ming-Vase. Wir können sie jederzeit zurückstehlen. Also ist doch gar nichts passiert. So, wir brauchen 9 Arbeiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann noch einen Kung-Fu-Kämpfer und einen Söldner. Und ein Kammerdiener. Wobei ich mir bei Zeit nochmal angucken sollte, was die anderen alle so machen. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Irgendwas Neues Feindliches oder was Altes Feindliches? Was Altes Feindliches. Oh, genau. Das habe ich auch fast vergessen. Alles auf 1 stellen. Vielen Dank für den Hinweis. Da hätte ich jetzt so nicht dran gedacht. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass Hoteltüren auch für Hotelleute zugänglich sind. Aber nee, nee. Na, oh, du bist auch was Neues. Was Neues, schlecht geskinntes. Da blinzeln immer so schwarze Texturen durch. Hm. Aber ja, jetzt dürften hier auch weniger panische Zivilisten rumlaufen. Das ist schon mal gut. Dafür laufen die panischen Zivilisten bei uns in die Basis rein. Rote Punkte sind soweit okay. Was haben wir noch? Wir wollen jetzt nach Albert gucken, bevor ich das nachher wieder vergesse. Albert lebt noch. Auch wenn er in dem bösen Raum ist. Und du wirst jetzt bitte bei dem Laser verhört. So, kippst du deswegen gleich um? Nö, das ist schon mal sehr gut. Jetzt ganz schnell irgendjemand dahin und ihn abholen. Kann ich irgendwie den Zustand von dem Gefangenen mir angucken? Also wenn ich jetzt doppelklick, kriege ich nur die Rauminformationen. Das will ich gar nicht. Ich will gucken, wie es ihm hier drin geht. Befreie den Gefangenen. Eliminiere den Gefangenen. Schick den Gefangenen zum Hörgerät. Nö. Das ist nicht das, was ich will. Bringst du ihn jetzt dahin? Jo, sehr schön. Die Selbstschussanlage ist auch inzwischen dahinter. Ich hoffe mal, die drehen sich jetzt nicht um. Aber so wie ich das gesehen habe, haben die noch nur einen Schussbereich nach vorne. Genau. Sogar einen ziemlich weiten Schussbereich. Also ich glaube, so weit können die feindlichen Agenten gar nicht schießen. Ist ja irre praktisch. Wenn man das dann schön staffelt, so einen ganzen Korridor lang, da könnte man eigentlich so viel Wut generieren, wie man will. Da kommt keiner durch.
Sage ich jetzt einfach mal so, was bestimmt nicht stimmt. Aber kann man ja alles ausprobieren. Ist ja nur unsere erste Insel und so. Ja, apropos erste Insel. Wir sind bei 148. Hola, this is the Smash World Study. Biochemiker entführt, sehr schön. Oh, da war kurz das Bikini Girl und hat mal eben 9 oder so Bedienstete umgebracht. Und die soll irgendwo bei uns einbrechen. Irgendwann. Das ist bestimmt auch noch spannend. Aber jetzt erstmal hier. Schnell stehlen. Aber wir haben viel zu viele Leute hier drin. Da schießt die Wut nur so in die Höhe. Auch wenn die Wut gerade eben runtergegangen ist. Na gut. Aber das dauert nur eine Minute hier. Das ist schnell gemacht. Das ist der normale Wissenschaftler. Nee, wir bräuchten jetzt noch... Was bräuchten wir jetzt noch? Säureresistente Arbeitsplatte. Und Quantenphysiker. Nein! Nein, 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 ich hab's schon wieder verpasst. Komm, können wir dich nochmal irgendwie foltern? Na gut, das geht nun wirklich nicht. Das heißt, die nächsten Leute, die jetzt irgendwie Ärger machen, werden sofort in eine Gefängniszelle gesteckt und nicht verwirrt. Oder er hier. Sehr gut. Quantenphysiker haben wir, Biochemiker haben wir gleich. Von denen werden wir sowas von verfolgen. Und noch eine Minken. Sehr schön. Damit wäre die Vase auch wieder in unserem Besitz. Und die Jungs sollten ganz schnell nach Hause. Auch wenn nicht mehr viele übrig sind, alle mal nach Hause. Das heißt, wir haben jetzt niemanden mehr im Auslandseinsatz. PR-Manager. Ne, erstmal haben wir keinen im Ausland, das ist gut. So. Biochemiker. Da ist er. Und was Neues zum Forschen. Okay. Wir können nichts zahlen. Achso, alles drei wird benötigt. Okay. Die Ming steht da ein wenig ungünstig. Stellen wir mal da in die Ecke. Nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verletzt. Ja, das ist nur eine Ming-Basis. Ist nicht so wichtig, dass man von allen Seiten herangucken kann. So, du bist jetzt da. Du sollst jetzt endlich mal zum Laser gebracht werden. Beziehungsweise wir wollen endlich mal sehen, wie das aussieht. Und für mich sieht das immer noch nicht wie eine Gasmaske aus, sondern wie eine komische Schleife. Aber gut. Er wird schon wissen, was er tut. Hoffe ich mal, er soll ja bald für uns arbeiten. Und jetzt klicken wir, sobald er draußen ist, einfach doppelt auf ihn rauf. Das sieht... ja, genau. Hat so einen leichten Fischblick, ja? Zu den Seiten weg. Benötigt Hilfe. Ja, die kriegst du aber nicht. Marlon Campbell. Du wirst jetzt dem Laser vorgeführt. Und der war von Pampers, hm? Das blaue Wahn, glaubt die Pampers-Leute. Also Amiland. So. Hier wirst du später arbeiten. Damit wahrscheinlich eher nicht als Biochemiker. Da gucken wir mal. Okay. Und jetzt wird sein Wissen transferiert auf ihn. Okay. Das kennen wir ja. Wow. Wow. Ganz ruhig. Ich bin schockiert. Also ich hätte ja gedacht, es wird irgendwie angedroht, den Laser anzumachen, so à la James Bond, dass es denn zwischen seinen Beinen langsam hochwandert und in letzter Sekunde dann ausgeschaltet wird, aber da wurde ja voll raufgehalten. Naja, ja, tot. Und er mutiert zu einem Fischglas. Ah, okay. Ja, doch. Sieht schon cooler aus als der Vorgänger. Aber trotzdem sehr skurril, das Ganze. Angestellte. Wir hätten jetzt gerne. Davon 5 weniger. Davon mehr. Davon mehr. So. Müsste das erstmal okay sein. Und ganz viele neue Jungs. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert.
Was zur Hölle bist du? Du bist ein weißer Ninja. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Oder er ist so gut, dass man ihn selbst mit dem weißen Outfit nicht mehr sieht. So, hier. Okay, der PR-Manager macht sehr komische Sachen. Hampelt um die rum und fotografiert sie. So lange, bis sie total verwirrt sind. Okay. Aber ja, die haben sich extrem coole Sachen ausgedacht. Auch wenn ich die meisten davon irgendwie mal verpenne. Du bist nur ein Zivilist, richtig? Tourist, ja. Noch mehr rote Punkte? Nö. Und da der Agentenstrom immer noch nicht wirklich abbricht, sollte man wieder ein bisschen im Ausland tätig sein. Wir waren jetzt ja eine Weile nicht aktiv. Außer jetzt hier die Ming-Vase wiederholen. Gelb ist immer noch stinkig, aber grün und blau und rot gehen. Haben wir in den Gebieten irgendwas Interessantes zu erledigen? Das haben wir schon. Hier ist komischerweise nichts mehr. Was ist das für ein grauer Schatten? Okay. Widerspruch bringt nur Bekanntheit. Nö, will ich nicht. Das heißt, es ist doch wohl mal wieder Zeit. Oh. Die aus der Kälte kam. Bringt uns was genau? Es wird gespeichert. Nö, okay. Erstmal haben wir noch mehr Bekanntheit bekommen. Und was bringt jetzt dieser Auftrag? Eine Zunahme verschlüsselten Radionachrichten von Wilson Forschungsstation deutet darauf hin, dass man dort eine einflussreiche Deckung gemacht hat. Mhm. Ja, sagt nicht wirklich, was es bringt. Also es sieht so aus wie ein Gegenstand, den man platzieren kann und angucken. Aber es wäre schon ganz cool, wenn wir so eine Rasse aus Steinzeit eingefrorenen Sklavenmenschen hätten. Aber die Bikini-Lady ist gerade hier, das lassen wir erstmal. Hier haben wir noch die und den. Die ganzen Security-Leute, die haben wir schon. Den Oh, was war das? Der Totempfahl, sehr schön. Und hier haben wir noch den Hollywood-Playboy, den brauchen wir auch noch. Und den Astronauten. Also ja, viel zu tun. 1, 2, 3, 4, 5 davon. 1, 2, 3, 4, 5 davon. Ein davon. Ein davon. Ein davon. Und ein davon. Für den Astronauten. Was brauchen wir für dich? Für dich brauchen wir nur 5 Kammerdiener. 1, 2, 3, 4, 5. Dann noch ein davon. Was sagen wir? 3 davon. Und das muss reichen. So, die beiden Missionen machen wir erstmal. Danach gucken wir, wie doll die Wut in Blau steigt. Weil wir machen ja beide Missionen im blauen Bereich, das wird recht schnell hochsteigen. Wenn es nicht allzu hoch ist, also unter, sagen wir mal, 60%, dann können wir uns den Playboy auch noch krallen. Oh. Stimmt. Ich habe Kuba vergessen. Das wurde jetzt, glaube ich, schon ein Dutzend Mal erwähnt. Vergiss Kuba nicht, vergiss Kuba nicht. Und ich so, hä? Was ist denn mit Kuba? Das ist doch da. Ja, da schicken wir auch mal einen Techniker hin, der einfach nur verschwört. So, also wir haben gleich den 4. Totenfall. Das ist schon mal sehr, sehr schick. Das wäre dann optional, das Fertige. Und bei den Hauptzielen fehlen noch ein paar Teile. Und wir brauchen immer noch 200. So, was haben wir da unten? Das haben wir auch schon abgeschlossen. Wenn die abgeschlossen sind, warum werdet ihr dann noch angezeigt? So, weg, weg. Sehr gut. Das Ding haben wir auch gebaut inzwischen. Keinen Gefangenen mehr, sehr gut. Geld ist bei knapp über 1 Million. Nicht wirklich viel. Die beiden dackeln wieder hintereinander her. Kane hat sich definitiv als Alpha-Männchen etabliert. Wie auch immer er das angestellt hat bei diesem Grobian mit einer Knarre. Aber gut, Ming-Vase ist da. Jungs sind noch auf dem Weg. Wo ist die Bikini-Lady? Da ist die Bikini-Lady. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann springt die immer nur in das nächstgelegene Feld. Das heißt, die wird uns hier nicht so schnell stören können.
also wenn die Theorie denn steht,